Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Forst. Und zwar, wir sind auf dem Weg in Amerika und hier ist dabei der Günni und der Mr. Reimann. Moin, mein erst Moin. Mr. Reimann? Yes, good morning. Ah, wake hello. Yes. Mr. Reimann, ich hab very good gesleept in der Hubschrauber hinten. Back in the ass from the helicopter. Very good. Yes. I have had some drinks and I'm feeling fine. And when you look down, you can see all my land. Oh, that's all yours, Mr. Reimann? Yes. Günther, guck doch mal. Das ist wunderschön, der soll mal ein bisschen gerade fliegen. Mein Blob ist kippt hier um. Oh, Günther, ey, guck mal. Ich sehe hier aus dem Fenster. Sag dir mal, oder kannst du dir mal. I am the one, don't waste your time, don't need a gun to get respect up on the screen. Günther, kannst du denen mal kurz sagen hier, dass der mal ein bisschen rumfliegen soll hier, dass ich auch mal was von der Farm sehe hinten? Ich sehe ja gar nicht. Hier, ich hab noch die kleinen zwei Fenster hier hinten drin. Günther. We are going to land, we can do it. Oh, mir ist ganz schlecht, Mr. Reimann. Later. Mr. Reimann, I feel a bissel, I feel a little bit of sickness in my Magen. No problem. You will get a whiskey later and then you're feeling fine. Es gibt Whisky. Whisky, hast du gehört? Hast du gehört, Günther? Es gibt Whisky. Das hab ich verstanden. Mr. Reimann, Whisky later, I say, happy alligator. Okay. Oh. Manni, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel getrunken, nur. Günther? Alles gut, Manni. Günther, ja, wir sind total schlecht, wir sind kurz schwummrig geworden. Das ist ein Höhenunterschied, wenn da hier landet und alles. Wieder so wie immer. Welcome to Texas, to my farm. Oh, okay. It looks very nice, Mr. Reimann. Yes, it's my small farm. Oh! Mr. Reimann, this is your chicks? Yes, Freeland chicks. Günther, ja, Freilandhühner. Freeland chicken. Ja, guck mal, die laufen hier rein. Kein Zäunchen, ja. Genau, das gäb's bei uns nicht, gell? Nee, das gibt's bei uns nicht, du. Das gäb's bei uns heute nicht. Heute Abend, wenn wir dann schlafen, nimmst du eins mit ins Zimmer. Guck mal, ja. Günther, guck mal, die LKWs. Rische Ami-Trucks. Oh, Mr. Reimann, is your trucks? Yes, that's my trucks. Oh, it looks so pretty nice. Manni. Günther! Der hat gerade gesagt, der hat Drugs. Drugs heißt Drogen, das weiß ich. Ich hab nicht geguckt. Ich hab doch. Mr. Günther! Ja, bitte, bitte sehen. I have to guck, say warte, einen Moment. Ich guck doch immer hier diesen Heisenberg da. Weißt du, was ich meine? Breaking Bad. Genau. Das sind ja auch Drugs. Genau. Günther, ich glaube, der meint nicht die Drugs, die du dir immer. You don't have to talk about drugs in America. There are very dangerous headhunters here in America and they will hunt Günther, you down and it put you in prison. And the American prison is not funny. It's not funny. How do you say in German? Zuckerschlecken? it's not Zuckerschlecken. In the prison in the United States. Oh, okay. So, Günther, hast du gehört? Ey, gibt's Kopfgeldjäger. Mit dir. Der musste doch, ich hab das gesehen, Günther, bei D-Max. Ich hab das schon gesehen, in Amerika, die Gefängnisse. Da sitzen 10.000 Mann drinne. 10.000 Mann, 500 in einer Zelle. Hier drüben. Mr. Reimann, I see it on the TV. German DMAX. D-Max. You know what I mean? He's a rapper, yo. Yo, and there is a reportage about the prisons in America. And, the prisons are very hard. And very large, gell? Okay? Yes. Yeah. We have a lot of prisoners. Na klar, sag ich doch. Okay, Manni. So.
Ist jetzt in den Truck Drugs oder was ist jetzt hier? Nix mit Drugs, mit Drugs. Günther, Drugs heißt. Günther. Drugs heißt auf Englisch LKW. Das ist ein LKW. Oh. Mit der Drugs auch. Ach, LKW, Truck. Klar. Ich dachte, wenn sie. Und wenn die uns anhalten, gell? Wenn uns die Bullerei anhält oder irgendwas. Und die sagen, ja, gib mir da Drugs-Lizenz. Ne? Wenn du hier fährst, dann tust du bitte nicht dein Rezept rausholen und sagst, ja, du darfst Drogen konsumieren, gell? Genau. Okay. Ja, ja. Das ist nämlich ganz schlecht, da haben wir ein Problem. Okay. So, Top Boys. Yeah? I will show you around. Nice, Mr. Ryman. Mr. Ryman, I never were before Mr. of a Texas farm. Mr. Ryman. Ryman. Yes. Heute Abend. Evening. Can we, Chicken? For Chicken Wings? For Ficken? Yes! For Chicken Wings? Yes, we can slaughter some chickens and then we can... Frische Eier, Günther! Texas Eier! Ich mach uns ein Omelette! Eier, Günther! Du hast die ganzen Eier! We can put them on the barbecue and I can also slaughter a cow. Then we can make some T-Bone Steaks. Okay. Fresh. Oh, T-Bone Steaks, Mr. Ryman! So, really original ones. Texas T-Bone. Yes. Oh, nice, Mr. Ryman, Texas nice. T-Bone Steak. Oh my god. Fresh. Genau. Okay, geht's gut? Mr. Ryman, show us your yes. Farm. So, here's my steaks house. Und Blondes. My world. Here are also your rooms where you can sleep. Okay, here? In this house? Yes. Gib mal please. Mal hier schöne Kiefernholz, genau. Please close now. I must toilet. Here are some machines that you can use. Oh, Günther. Wie das denn? Und Mr. Ryman, this are the tractors for Günther, langsam sagt er. Günther. Oh, das klingt ja wie wenn Schiffe nach dem Fahrt, Günther. Mr. Ryman, die Perücke vom Schädel, du. It klingt wie als wenn a big ship is in the harbor. It's a big machine. Look at it. Oh, warte. It's brand new and yeah, very big. Oh, schön. Schön, Mr. Ryman. Oh. Oh, guck mal! Günther, so 350 Ketten! Ja? Ja, ach, guck mal, hier geht's noch nach. Oh, Alter, eine riesen Form, hä? Lecker mio. We can put machines in it, or some other stuff. Okay, very nice. Sometimes we are doing a farm party here. Many lovely farm? Women come, and then we can have a party here. Mr. Ryman? Yes. This is a really nice saw. We yes. have this saw in Germany auch. Also auch two wir zwei hier. Versteht ihr? Yes. Oder soll ich mal langsam sprechen? No, also okay. I can understand because I immigrated. Sorry, my English is Germany. Not yellow from the egg. Yes. I immigrated from Germany 40 years ago, but my German isn't as good. Jetzt haben sie quasi, you have verlernt your German, quasi, yes. of the long time you're in Texas. I can't understand something, but I can't speak it anymore. Oh, okay, I understand. So, let's go on. So, yeah! Here you have, here you can see a big map of my farmland and silos. It's all yours, Mr. Ryman? Yes, it's all my land. Oh, pretty nice. So, okay. Here you can see Günther, guck mal, hier sogar ein Bild von dir. Silos. a small barn. Da stand Pick. Oh. So, here you can see... Günther! Guck mal! Eva! That's my collector... My collector edition trucks. Nee, ist nicht Mr. Ryman. This German is a German. Trucks. This is German Didi. Didi R truck. Yes. Nico, da bin ich mit rumgefahren früher mit meinem Vater. Oh, Eva, ey, sag ich, kann ich dich mal umarmen? Kennt ihr mal drücken, der Truck? Also drücken? Yes. Okay. Yes, you can try it. Oh, can you can I put in the truck? Into a war. Oh, ich bin so aufgeregt. Oh, guck mal, Günther!
Haut ins Rennen! Adi! Wow. Das ist ja doch ein richtiger Sound! Da ist ja alles original! Rotter. Wie in der DDR früher, Günther! Wie in der DDR früher! Oh, wenn das unser Erich sehen könnte! So, ja. Oh, das ist aber... Haben Sie... you have restauriert it, the truck? Yes, I bought it 15 years ago and then we have fixed it up. And okay. Now it's brand new. Wow, but, really, really nice. It costs a lot of money, okay? Yes. Yeah. But genau. We make a lot of money on our farm. Money. So here is another one. Oh, guck mal noch in die IFA. But we have to fix it some more. Komm, wir gucken mal hier rüber. Oh, hier, guck mal. It's an old one. You will noch machen. Yeah, it's not finished. It's not okay, finished okay. Yet. Okay, Mr. Hyman. We have to put some new color on it, and it's coming from Dresden. Von Dresden, ne? Na klar. Dresden. Da kommen wir auch, ja. Na klar. Sagen Sie mal, Mr. Hyman, speak me nach. Na klar. Na klar. Na klar. Na klar. Ne, das ist schon nicht schlecht. Sound is great. Manni. Ja? Guck mal hier auf Ladefläche hinten. Echt? Was ist denn da? Ich hau mich! Was steht denn da? German Modding Ostalgie Modding. DDR Aufkleber haben die noch drauf. Mr. Ryman? Yes? When you restaurieren the truck, don't put up the Aufkleber hinten from the Ladefläche. You know what I mean? It's like That is Nostalgie, Mr. Ryman. Yes. It's like a collector weapon in some games where you put on stickers and it's worth some more then. Mr. Ryman, I find a pic of my colleague the Günni. Ja, the Günni on the hinten drauf auf der Truck. Yes, it's a picture. Yeah, it's a picture from Mr. Günni. Okay, yeah. Let's go on. Okay. Yeah, it was a joke, Mr. Ryman. Not so funny. Yes, I understand. So now here are some more stables and workspace. Okay. Oh, pretty nice. When we are finish the work in the wild, end of the day, can we put the machines here rein and a little bit of sauber machen, cleaning up and then you can Annie. Clean it up and okay. Then Mama. We can have our barbecue. Nice, Mr. Hyman. Ja, genau. Was ist denn hier? Das ist bestimmt voller Drugs. Da steht Spare Ribs. Das sind Spare Ribs drin. Ja, genau, Spare Parts. Das sind Spare Parts. How do you say in German? Ersatzteile. Genau, sind doch nur Ersatzteile. Ah, verdammt. Verdammte Scheiße. But we can also do some spare ribs today. Okay. Ooh, we have a lot of pigs. Yeah. Okay, here you can see some clay. Ryman, here. Yes. You must here, ne, du weißt schon. It's broken. It's broken. We have to fix it. Okay. But it's a lot of work. I buy a new one. Buy a new one? This is... You must hier Schweißgerät nehmen und dann da fertig machen, ne? Okay. Kann gut schweißen. Frag mal den Money. Yeah, we have some stuff. Another old truck. Och, guck, noch ein IFA. Oh, VUB, yeah. Kraftverkehr Dresden, ich geh kaputt. It's another one from Dresden, Mr. Ryman. Yes. Oh, you finished the work on it here? It looks pretty nice. This one is finished. Oh. This one is finished. You can, can I buy this thing here? The truck here? Ich kaufen, bye. If you have 250,000 dollars, what? It's yours. What? Yes, it's a collector edition. There are just five of them left. Genau, wir müssen abziehen. Genau, wir müssen abziehen. Na gut. Nee, okay, naja, da warten wir mal. Gell, okay, mal gucken, was mal.
Mr. Wyman, I look in the future. Oh, Günther, ne, guck mal! We have a truck. Wo denn? Wo seid ihr denn? Oh. Ja, guck mal, ein Riesending. Oh, das mag ich, ne? So ein Amerika, ja. So ein fetter Kenworth W900, ey. It's a Kenworth W900? Yes, it's a Kenworth. Oh, schön. Genau. Okay. Schön. That's a little bit of the farm. Over there, you can see... Sorry, Mr. Ryman. Some more stuff. And, but you will find it out when you are here someday. And then we can drive over there. Okay, do you want to know what you can do? Mr. Wyman, please tell us what we work for you. I need 25 tree logs. Ich weiß ja nicht so. Warte mal, 25 glaube ich. Tree logs, was soll das sein? Stämme! Yes, Trees, also ja, okay. Länge, weißt du wie? 8 meters. 8 meters? Ich glaube 8 Meter, Günther. 8 Meter, 25 Stück. Das ist ja gar nicht. Hä? And then we have to, I don't know. Wo sollen die hin? Also wer die Stämme put into wohin? You can put them over here. In the middle of the place. Okay, Mr. Ryman. And then we can work on it. Oh, Mr. Ryman, one moment, my telephone is klingeling. My daughter will say goodnight. Yeah. Okay. Mr. Ryman. Mr. Günther. Wir müssen talk. You have to be careful. Don't pick up some stones from the ground because of the rattlesnakes. Oh, you understand? They are crawling under the stones, and when you pick them up, they are doing, and when they bite, you are dead. You know? Okay. I have an idea. I pack my penis. It's a big snake and the kleine small snake under the stone. Have. And what happens? When the small snake bites into the big snake. Oh, no, tut sie nicht. Genau, was labert denn ihr hier? Braucht ihr hier Schlangenvergleich gerade oder was? I told Mr. Günther, don't pick up stones from the ground. Because okay. Because it's possible that there is a rattlesnake under it. I know. And what Günther say? He had a big snake? Hätte Günther say he had a big snake? I think he had too much beer in the helicopter. Oh. He's hallucinating. Sweet home again. His manhood. Ja. Günther, okay, sollst du was saufen? Und erzähl schon mal jeden, dass du so eine riesen Schlange hast. Du hast einen übelst kleinen Büschel, hab ich letztens gesehen. Okay, I will show you where you can put down the trees. Ja. Okay, it's, Mr. Ryman. It's near the biogas company. Okay. Achso, must we fly it again? No. Where is my car? Yeah, we can fly there. Günther! Nein, Günther! Mr. Ryman! Günther! Yes. Can Echo fly? You can try it. Yes. Oh, Manni! Was ist denn wieder? Ui! Willst du nicht? Ich will auch mal vorne sitzen! So, fliegen wir jetzt, Günther? Wir fliegen. Halt mich fest, Manni. Nee. Wer fliegt hier? Ich flieg. Günther! Du willst mich verarschen, oder? You have to fly south of the bio plant. There is a wood. There is a forest. Günther, mach sagt da, Alter. Put down the trees. Oh, Günther, nicht so hoch. Wir können doch ein bisschen niedriger fliegen, oder? Ja, Manni. Ja. Wenn wir aufknallen, dann richtig. Günther, nicht so hoch. Oh, wo soll ich hinfliegen, Rayman? South of the Bioplant Company. Günther, oh Göttchen. Günther, schön langsam, gell? Da. Haltet euch fest, Männers. Es geht los. Günther, guck mal hier unten. Oh, schick. Erstmal ein Schlückchen Blondes. Guck mal, da steht Mr. Wyman, the forest machine on the right side. Is that for us? The harvester? Yes. Yeah, yes.
Oh, pretty nice. It's a John Deere. Günther, John Deere. Günther! Günther! Oh, ich kann das, alles gut. Oh, guck mal, Johnny. Ich muss raus, Günther, halt bitte kurz an. Bitte halt an, Günther. Günther, halt bitte! Oh, Günther, ich kotze in die Bude. Günther, schrei auch hier rein, hör auf jetzt. Warte. Günther, ich kann nicht mehr. So, mach du, was du machst, ich mache mir nochmal ein blondes auf. Ne? Oh mein Gott. He's not a good pilot. Oh. Hopp, Männers. Weiter geht's. So. Oh, hier, guck mal, Günther. Oh, der Johnny ist das geil. Komm, steig ein. Günther, ich hab schon gekotzt gerade, ey. Mach doch mal ein bisschen Sachte jetzt. Was denn? Manni? Ja! Halt mal mein Blondes. Beim Stall ist immer ein bisschen. Willst du mich verarschen? Doch, ich geh wieder hoch. Oh, nee. Nicht dran nippeln. Gib mir das. Doch, Steff, das Ding auf Ex jetzt. Leck mich am Arsch. Wie muss das hier ertragen? Was hast du? Manni? Hast du jetzt umgekippt oder hast du dazu leer getrieben auf Ex? Oh! Genau, ich habe alles so ausgerungen. Oh mein Gott, ist der Wald. Genau, ist Wald. Guck mal, wie schön. Hui, die sind aber da. Genau, hör doch mal auf. Warte mal eben. Wo willst du denn hin überhaupt? Genau. I have to drink a Budweiser. Otherwise I can't stand it here. Das ist dein Wald? So. Oh, it's a sweet. It's a small one. You can. Günther's Pippi. Pippi's Pippi. 25. It's always a small one. What? Okay. 25 8 meter. Okay. And where put the trees on? Mr. Ryman. Wo sind wir denn hin, Mann? Jetzt sag doch mal. Der wollte uns das erklären, Günther. Du bist ja einfach schon wohin geflogen. On the farm. I told you. On the big place. Achso, Entschuldigung, sorry, Mr. Ryman, I'm a little bit drunk. So, And then I need, I don't know what it's called. Hackschnitzel? Hackschnitzel? Ne Hackschnitzel! Ne klar! Das kann man auch nicht essen, genau. Hackschnitzel! We need two containers. Okay. You had these containers on your farm, or...? Yes, we have to. Mein lieber Herr Gesangsverein, Herr Mr. Ryman, that we can make the Heckschnitzel, ne? In the container, we braucht Häcksler, wisst ihr? Also, we put the trees into this machine, and the machine is zerkleinering the trees. You know what I mean? Yes. Okay, you have someone on your Häcksler. Yeah, we have a Häcksler machine on our farm. Och, it's Quatsch. All there. Yes. Oh, sehr Manni, nice. Manni, immer wenn du mit dem Quatsch da, quatscht er mich voll. Na klar, du musst ja ein bisschen Englisch. Günther, du musst jetzt, ohne Scheiß, Günther, du musst jetzt die Zeit einfach auch mal nutzen und du musst ja mal ein bisschen Englisch lernen. Du kannst immer. Manni, ne? Bin in Deutschland geboren und in Deutschland aufgewachsen. Ich rede Deutsch. Ja, aber Günther, jetzt sind wir in England und du willst doch, wolltest du Englisch lernen? Du hast mich doch damals voll gesammelt. We are not in England. Don't tell me I'm British. We are Texas. In the United States. Günther, da musst du aufpassen. Günther. To be great again. You great again, Mr. Hyman. Günther, da musst du aufpassen, du kannst nicht England sagen. But not with our idiot president. But now we are in the woods and I can tell you. In the woods. Yeah. Okay. You can begin your work. Okay. In the evening we will do a barbecue. Put some chicken on the barbecue. I will slaughter a cow. Then we have spare ribs from the pigs and T-bone steaks and. T-bone steaks. Komm, yeah. Pause. Feierabend. Genau. Komm, pack das Ding ein. Günther, pass auf, jetzt, du musst Englisch lernen. So frag den mal, ob der einen Katalog hat vom Shop hier, von dem Laden, wo wir gerade waren, ob die einen Katalog haben, dass wir eventuell, wenn wir noch was brauchen, wegen Ausleihen und alles. So, Mr. Rayman. Yes. Can you give me please a catalog for your forced machines? When we need you, here is the list of all machines we have.
and there's a small map where you can find all the machines and okay. If you need thank you. Okay. Okay, Mr. Ryman, when we need someone, we can tell you and you lion uns aus. Also If you need something, you can tell me, I will buy it and you can work. Because maybe next week I have another worker coming from Germany. He will build my new house. Oh. And okay. Yes. Money? Ja? And, hat er gerade gesagt, wir dürfen alles kaufen? Ausleihen, glaube ich. You can borrow it. Oh, okay. They are still my machines. Okay, we have to be ready next week, because... Bunny? Genau, jetzt lass dich noch mal kurz ausreden, da müssen wir so ein bisschen anfangen. Wir müssen doch erst mal das Wichtige regeln. Was denn nur wieder? Kauf mal, ich leih uns ein Deutz. Den brauchen wir, ganz dringend. Die 9er-Serie. 400 PS, ging nichts dran und vorbei, du. Geht das hier weiter. Deutschland hat's aufgehört, jetzt geht das hier weiter. Mr. Ryman, please understand, mein Kollege hier, der Günni, ist ein bisschen, kriegt ein bisschen auf a long Büscher, wenn der Deutz come out. You know what I mean? Deutz ist gleich dicker Büscher bei Günther. Yeah, but we can't buy a Deutz because some parts of the Deutz are coming from North Korea and we are not allowed to use those machines in America. Günther, hast du es gehört? Hast du es gehört? Der kommt aus Nordkorea. Aus Nordkorea kommen die Teile vom Deutz. Und du weißt ja, Nordkorea und Amerika ist gerade nicht so geil. Und ich glaube, deswegen will er nicht, dass du den Deutz jetzt hier kaufst. Sonst gibt's ja auf die Fresse. Okay, aber Mr. Rayman, on your both stand a Deutz. That's a collector edition. He's illegal. And my friend, the sheriff of the town, he is a good friend of mine, and he won't tell, because he gets 20 steaks every week, and then he shuts up. Oh, you understand? Pretty nice. I understand. Pretty nice. Günther, ich würde sagen, Mr. Ryman, we start the work. Okay. Yeah. Have fun, guys. We see you. Us in the evening. Okay. And I will provide steaks and chicken wings and spare ribs. Okay. And maybe some girls coming over. Woo! And we can have some good fun. Good. Okay. Pretty nice. My best friend. Günther, Louis, Mr. Ryman, can we take the helicopter? Yeah, you can take the helicopter. Okay. My car is over there. And see you later. See you later. Tschüss, Mr. Ryman. Ich flieg. Wir müssen nochmal neu verhandeln. Was, wie neu verhandeln? Jetzt fangen wir aus an, ja. Hier gibt es Steaks, Bier and Mädels. Ich bleib hier, du. Ich bleib hier bei dem Marayman. Was, du willst mit mir neu verhandeln, oder was? Mit dir neu verhandeln. Ich will mehr Kohle und Urlaub. Ansonsten bleibe ich hier bei Rayman. Bleib doch hier. Ey, wie fliegt... Oh, scheiße, die Wand dann. Wie fliegt denn der? So. Okay. Guck mal, Günther, früher im Griech. Oh ja, ruck jetzt ein bisschen. Früher im Griech, da sind wir ja noch. Da sind wir ganz flach geflogen. Hab ich ja gar nicht erzählt, dass ich nämlich ein Hubschrauberpilot war. Ja, guck mal. Wow. Günther! Die Scheune, Mann, ihr bist bescheuert. Nein, ist alles gut. Du hast doch gar nichts passiert. So, pass auf, Günther. Jetzt kommt mal richtig Skill hier. Pass auf, Günther. So, Günther, bist du noch da? Ich bin noch da, du. Ich halte mich gerade hier ein bisschen fest. Pass auf, jetzt hier. Gleich kannst du aussteigen. Das tust du doch nicht wirklich. Doch. Ich dachte, der Rayman sieht. Bist du denn? Ich will doch hier bleiben. So, Günther, steig aus, los. Oh. Nee, gut, hat nicht geklappt. So, pass auf. Ich würde sagen, Günther, wir schnappen uns erstmal die Maschinchen hier. Und legen mal los, oder? Jo, ich nehme die Bergziege, nimm du mal den Fendt. Du Arsch.
Ne, du fährst, warte mal, ich, das Beste wird vielleicht sein, ja doch, wenn wir zum Händler fahren, ich hol mal dort den Harvester, hä? Ja, oder, also den, du weißt, was ich meine. Hat der eigentlich auch einen Frontlader? Ich fahr schon mal zum Wald. Huch, wieder rausgefallen. Du fährst zum Wald? Fahr zum Wald, Manni. Fang direkt schon mal an. Warte mal, Günther, haben wir eine Säge? Hast du eine Säge? Nee. Ich auch nicht. Muss mal eine leihen. Er hat ja gesagt, wir dürfen alles leihen, du. Hör mal, Manni. Ja? Ich werde jetzt hier sehr schnell und intensiv arbeiten. Warum? Erzähle ich dir. Weil wenn man sich auf die Arbeit konzentriert und schnell und gut alles arbeitet, vergeht die Zeit schneller. Ich will heute Abend mein T-Bone Steak. Und die Mädels natürlich. ja, Günther. Bestimmt. Auf geht's. Die haben bestimmt, ey, Günther, soll ich was sagen? Die haben bestimmt noch nie so eine geile... So einen hübschen Ostdeutschen gesehen wie dich. Da zeig ich dir, du. Na klar. Die kennen die gar nicht. Die denken bestimmt, ich bin reich mit meiner Plauze. Los geht's, Mann. Na klar. Guck mal, in Japan, da steht das vom Wohlstand, Junge. In Japan, das sind die dicken Menschen. Das sagst du, die Sumo-Ringer, das sind die begehrtesten Männer. So, so fetter die Plauze, umso kleiner der Böscher und so geiler die Weiber, die sie kriegen. Das ist echt so. Wichtig ist, du darfst das Ding nicht mehr sehen. So fett muss der Ranzen sein. Das krieg ich hin. Das krieg ich hin. Das glaube ich dir. So. Da, ich säge Bäume. So, warte mal, ja, stand. Nee, warte mal, ich bin falsch. Bin bei der Milch. Oh, die ist ein bisschen ruckel hier. So. Pass auf. Du sägst schon Bäume? Ich Bäume, der erste Baum fällt schon. So. Oh, der erste Baum auf die Bergziege. Oh mein Gott. Könnt doch, macht doch nicht gleich schon wieder Schaden. Das ist doch scheiße. So. Alter, oh. Da fängt ja, ey. Das ist aber lecker Mio. Warte mal. Oh, left. Mit was tun die denn hier die Bäume düngen? Die sind ja Meter hoch. Echt? 500. Ach, Manni. Das ist gar nicht, kannst du gar nicht beschreiben. Die sind doch genmanipuliert. Genmanni? Den Manni. So. Aber. Ich weiß gar nicht so richtig hier im Chat. Hier in der Chatbox hier. Hast du schon wieder dieses Facebook Live-Chatting an? Ja. Das reicht du. Ach Mensch, ich hab's ein bisschen von mich entdeckt. Wie soll ich sonst Kontakt zur Heimat halten? So, da kann ja mal ruhig mal applaudiert werden oder mal hier was Nettes geschrieben. Wir wollen mal wissen, wie es gefällt. Ja, wie es euch in Texas so gefällt. Haut mal raus, erzählt mal. Wir wollen die Arme oben sehen. Und dann machen wir uns eine Spitze. So. So, meine Lieben, hör's mal an, komm! Chicken Bomb, Ding Dong, Chicken Bomb, okay. Günther, guck mal, ja, ich bin da. Haust du ja, gleich hier, 8 Meter raus, oder was? 8 Meter? Na klar, oh, so, was haben sie denn hier? Manni. Eine Johnson, was ist denn der gekauft? Hä? Ich hab das Maßband im Bauwagen gelassen zu Hause. Ach nee, ist nicht ja ernst. Ach, Mist. Na, warte mal, der hat ja 1, 2, 3, 4, 5. Also 3 Tage länger, wie das Ding hier ist. Das sind wir ungefähr. Ja, 1 Meter, 2 Meter. Das könnte ja 5, 6 Meter sein. So, warte mal. Giles RP, Sean Mull, Uberlet, Malweeder, Arma, Susaken XD. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. So, Dankeschön für die Post, die gerade ankam. Das war lieb. Dankeschön. Danke für die Unterstützung. Oh, das ist ein bisschen lang. Okay, das ist vielleicht ein bisschen lang. So, dann warte mal, ich muss schneller erzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, hier. Wir bedanken uns natürlich für jede Unterstützung, gell? Wollen wir gleich mal hier festhalten.
zack, die Bühne. So, warte mal, da gucken wir gleich mal, ob wir das hier aufladen können. So. Das sieht doch gut aus. Oh, dreht sich da die Kabine etwa mit. Na, aber hallo. Oh, wunderschön. Nur in die falsche Richtung. Das nennt man Technik. Das ist mal Technik. So, genau. Ich gucke mal, ja, wie der Stamm ist. Aber das müsste gut sein. Wenn du dich draufstellst und einfach schnell ziehst, dann müsste es auch klappen. Okay. So. Also, den Wald habe ich in 2 Stunden niedergemäht, wenn du willst. Ne, das nicht, ey. Ich bin so ungeschwillt. Vorhin auch schon fragen, ist das hier wirklich euer Wald oder verarscht ihr uns nur? Aber die scheinen hier mehr Wald haben. Genau. Tut mir so leid. Da liegt etwas Nadeliges auf mir drauf. Ich kümmere mich. Was ist hier los? Der Baum auf dich gefallen. Bäume sind ein bisschen widerspenstig. Oh, warte. Wie mache ich das denn jetzt? Einen Moment. Ach, warte. Ich komm. Warte. Nichts machen. Beweg dich nicht. Naja, ich versuch's. Oh ja, ey. Das ist ja ein ganz schönes Gerät, hä, mit den Ketten, oder? Boah. Jawohl. Och, Günther. Du kannst aber schon stürmisch sein. Du kennst dich ja gar nicht. Guck mal, die sind viel zu lang, Alter. Das wird doch nix. Ah, Mist, du. Nee, die können wir nicht so lang machen. Oder warte mal, wir könnten höchstens, warte mal. Nee. Das nützt nicht. Ja, warte mal, der hat ja Spanngurte. So. Huch, ich bin daneben. Günther. Aber wie gefällt's dir in Texas, Günther? Ich find's ja eigentlich ganz schön. Wunderschön. Ich könnte mir vorstellen, hier zu leben. Ich hoffe nur, dass irgendwann hier wirklich mal Drugs ankommen. Habe ich noch nie getestet, ey. Bin ich in meinen 50 Jahren, habe ich noch nie Drogen genommen. Ach so, meinst du das schon wieder? Du willst noch mal Drogen nehmen? Ja, sicher, man, die muss man mal gemacht haben, ne? Wenn du oben am Tor stehst und Petrus die Hand reißt, dann musst du sagen, das Leben war geil. Okay, Günther. So. Aber Günther, guck mal, der hat einen Stehbiebs. Siehst du, irgendwas stimmt doch hier nicht. Lass mich doch mal regeln. Ich hab eine Kanone. Hm. Ah, nee. Ja, Günther. Hörst du wie? Warte mal. Ich kann ja noch mal anpacken. Ach so, warte mal. Pass mal auf. Oh, hat der Magneten? Der hat einen Magneten, Günther. Ja, warte mal. Hä? Warte mal, ich will mal was ausprobieren, Günther. Hä? Mach doch mal. Da kommt was angefahren. Der Mr. Raymond. Ach, guck mal, da ist er doch. Ja, warte mal. Mr. Raymond. Hello, boys. Hello, Mr. Raymond. Yes. And we need a walk for you. Ich war living forever in Texas with... Ah, oh, are you happy in my country? Oh, yes, yes, yes. Nice. I have to, forgot to tell you something. We have some... Mr. Manfred. Sorry. Yeah, Mr. Raymond, I'm here. I have forgot to tell you something. We have an ant problem. Do you know what an ant is? Meinst du jetzt, if you mean the Tierchen, the animal Ameise? Yes, the insects. We have army ants. Ja, ich weiß. They come in big groups and climb up your legs. Ach nee. And then they go in a special place. And then you have a problem, a big one. Okay. You have to close up your pants.
on the bottom and put it in your shoes. So okay. They can't climb up your legs. Okay, Mr. Rayman. Warte mal, please wait, Mr. Rayman. Ey, sag mal, Günther, wie hieß das letzte, was ich an Eiern hatte? Eine. Da Efeu, gell? Das war das nicht da. Eine Efeu-Vergiftung, ja. Mr. Rayman, that's not good, weil I have in the past in German Efeu, gell? Efeu. Efeu. Really? Poison Ivy? Ja, Poison Ivy. I have a Poison Ivy, very big coronas. You know what I mean? Coronas, unten und Schnittel. Big X. Yeah, probably you went without your pants into the woods, I think. And peed onto some... Oh, not good. That's not good. No, that's not good. I okay. Watch out for the ants. Yeah. And you are genau. Okay. Okay. If the ants hit you... I hit back. Run this way. There is a lake. Okay. Jump into the lake. In the lake. Reinspringen, yes. In the lake. Yes. Jump okay. In it and you are good. Okay. Okay, have a nice walk. Thank you, Mr. Rayman. Yeah, see you later. Genau, wir müssen aufpassen, hier gibt's Ameisen. Oh, Mann. Ich glaube, die sind nicht nett, Günther. Ich glaube, ich hab das nicht verstanden, was der da gesagt hat. Irgendwas mit Ameisen und wir sollen... Hier gibt's Ameisen und die kommen immer im großen Rudel und wir sollen ein bisschen aufpassen, weil die krabbeln hier dein Beinchen hoch und dann pinkeln die dir auf den Sack. Und dann gibt's dicke Eier. Und falls uns mal eine angepisst hat, dann sollen wir dahin noch in den See springen, weil Wasser finden die nicht so geil. Manni? Ich weiß, du auch nicht, aber... Dann habe ich ein Problem. Was denn wieder? Soll das Ding denn noch dicker werden? Da platzt mir alles weg. Ja, komm, ist gut. Man kennt die Geschichte. So, Günther, pass auf, jetzt hier, machen wir mal ein paar Schnitte. Wo sind die ganzen Stämme hin? Achso, da drüben. Machen wir mal ein paar Schnitte, Günther. Und... Okay. Pass auf mit Ameisen auf, gell? Oh, jo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was? Ich muss auf Load klicken. Ich hab mir vorhin das Handbuch durchgelesen. Naja, aber... Das ist aber lang, du. Warte mal eben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist kürzer. Da macht's nicht. Es geht nicht, Günther. Ja, geht nicht. Geh mal raus da. Ich zeig dir, Mann, da guck doch selber. Muss hier, ne? Da musst du da drücken. Machst du das? Machst du das? War mir falsch rum? So. Ja. Okay, Günther. Da. Und dann? Warte. Hier drücken, da drücken. Manni, das geht nicht. Günther? Ja. Ach Quatsch. Warte. Okay. Guck's nochmal, Günther. Guck nochmal. Ah. So machen, ne? Ja, Günther. Dann musst du das umstellen. Dann musst du den Knopf drücken. Ich weiß mal, wo das geht. Nee. Die Stimme zu lang ist. Nee. Doch, doch. Wenn du mich hier machst. Danke, Stefaninus. Ja? Zack, da klappt das nämlich, ne? Was hat er denn jetzt gemacht? Da weißt du, wie das funktioniert, du. Wie ging das jetzt? Ja, du musst den Magneten anmachen mit B. Und dann musst du die richtige Seite wählen, ne? Dann O drücken, weißt du? Na, aber der Magnet steht bei mir jetzt on. Left side. Genau, es geht nicht. Komm, geh mal weg. Mann, ich mache mal right side. So, der fährt jetzt immer anders. Wenn du right auf left side da umänderst, ne, dann musst du danach wieder den Magneten anmachen. Der geht dann aus. Okay. Nö, ist an. Lass mich doch mal rein da. Och man, hier geht gar nicht. Warum geht denn bei mir immer nicht? Ja. Das sehe ich halt.
Und du, ne? Ne, ist wieder rausgefallen. Hör mal. Das Ding spinnt, oder? Da kannst du mir sagen, was du willst. Guck mal, hier oben ist auch noch was gesägt. Warte mal, ich säg den mal durch hier. Wenn sie der Stamm ist zu lang, Günther, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, du. Warte mal, dann schnell schnell nochmal durch hier. Pass auf, wir können uns ja erstmal ein bisschen kleines Holz sägen für einen Häcksler, weißt du? Warte mal, der ist nicht durch, oder? Doch, der ist durch. Guck mal, kannst du ihn aufladen jetzt? Ja? Der ist doch hier zu klein. Ah ja, jetzt ist auch wieder zu klein. Einmal so zu groß, einmal so zu klein. Das kann doch nicht sein, oder? Das ist doch lächerlich. Das Ding ist kaputt. Blödes John Deere. Mit einem Deutz wäre das nicht passiert. Das sage ich dir doch. Na dann besorg uns mal einen Deutz. Ja, habe ich doch hier für mich. Da darfst du aber nicht dran. So, da müssen wir den halt so beladen. Nützt doch all nichts. Nee, irgendwie nicht. Komm, dann mach ja, dann lass uns wenigstens zusammen beladen. Die Scheiße, ja. Kannst ja ein bisschen mitmachen. Dann machen wir erstmal hier die kleinen Stämmchen, bis wir unser Maßband geholt haben in der Stadt. Und dann, in der Stadt können wir ja dann, wenn wir das Maßband haben, können wir ja dann die 8 Meter Stämmchen machen, oder? Ja, ja. So. Na gut. Aber warte mal ganz kurz. Warte mal mit dem Hund. Boah. Ja. Ja, hallo? 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 Ich hab doch gedrückt. Benito? Benito? Manfred? Benito? Ja, Benito hier. Benito? Warte mal kurz. Benito? Günther? Ja, was? Der Benito? Der Benita. Da am Telefon! Gib mal her. Warte, ja. Benita? Ja, Günther? Was willst du? Wir sind ja, in der Texas, gleich gibt's Team und Steak. Ja, wie? Wir sind im Texas. Gib mich ja Manfred. Gib dir Manfred hier, Manfred, da will ich. Ja? Ja, Manfred, was ist los hier? Ich bin bei euch am Hof. Hier ist alles hier verwahrlost und ja, wir sind. Der Bauwagen steht auf und keiner ist hier. Aber was macht ihr denn? Wie, der Bauwagen steht auf? Ja, warte mal hier. Genau, schau dir einen in die Fresse. Wir sind im Ausland. Warte doch mal grad. Kevin, fahr nicht mit der LKW, der ist vom Jünter. Günther, fahr mit deinem LKW rum. Manfred, wo seid ihr denn? Wir sind in Texas, Benito. Ja, wie? Ihr seid in Texas! Na, wir haben einen Auftrag! Wir sind international! Nein, wir sind international! Wir sind international unterwegs! Ja, wie? Ihr seid international unterwegs? Ja! Habt ihr wieder einen Baum gelutscht? Oder was? Nee, aber Ameisen gibt's hier eine Menge! Ja, wie? Ja, nee, ich schicke ihm mal ein Foto nach bei WhatsApp! Erzähl, dass die da drauf pinkeln, auf die Klöten! Ey, bin ich da! Ja, hier, die Ameisen, die pinkeln die auf die Coronis, Alter, da schwellen die Coronis an, brauchen nicht nach Sonnenschein, ja, wir müssen richtig aufpassen. Aber was Leute, gibt's denn? Ich wollte was bestellen, Leute, ich hab was Druck, bestellen. Ich hab eine neue Kunde, der hat mich eine E-Mail geschrieben, der wollte mich noch anrufen und der wollte Muster haben, Musterbaumstamm, Musterlatten und dann soll ich auch im Ausland für den arbeiten. Knall immer eine ja, Muster. Ich brauch Muster, Leute. Ja, wie? Benito, wann brauchst du das? Ja, jetzt quasi. Wie jetzt? Also, na, Benito, das geht doch nicht. Ich soll dann nächste Woche, werde ich abgeholt. Und dann soll ich dem irgendwie ein neues Haus hinstellen irgendwo. Ich weiß noch ja nichts, wer das ist und überhaupt. Der hat nur kurz geschrieben, ob ich ein Haus bauen kann aus Baumstämmen. Das sag doch, kennst du nicht. Wie? Na, Benito, jetzt schon, was wir machen können. Wir sind hier in Texas beim Reimann. Kennst du den Reimann aus dem Fernsehen? Ja. Ja, da hab ich schon mal gesehen. Ist das nicht der komische Typ, der da vor 40 Jahren aus Hamburg ausgewandert ist? Ja, genau, da sind wir.
Wie? Das seid ihr? Na klar, der hat uns angerufen, dass wir hier wischen Baum stemmen und alles nahm auftragen. Na, pass mal auf, pass auf, das ist aber hier das kein großes Ding, was wir hier haben. Wir machen das hier fertig, aber ich sag mal, eine Woche, anderthalb Wochen brauchen wir auch. Bis wir wieder da sind, müssen wir zurückfliegen, das hat anderthalb Tage gedauert. Hat denn der Pfeil noch was auf Lager von euch? Von den Latten? Damit mit der Latten, ne? Da kannst du mal auf. Da fährst du mal auf zum Pfeifer. Ja, dann fahr ich mal zu dem Pfeifer. Ich hab den nicht mehr gesehen. Ja, ich fahr mal dahin. Ich frag dir mal. Ich hab den auch im Kegelclub nicht mehr gesehen. Ich muss da mal hin. Ja, pass auf, Leute. Dann machen wir das so. Ich guck bei dem Pfeifer und ich melde mich dann, ne? Ja, guck mal bei dem Pfeifer. Ja. Und wie gesagt, wir sind ja, wenn es noch ein bisschen Zeit hat, dann kümmert es mal. Da bin ich das. Machen wir. Das ist kein Problem. Ja, alles klar. Dann bis später, gell? Ne? Und lasst euch nicht von die Ameisen da, ne? Nicht in die Eier zwicken, gell? Das soll noch schlimmer sein als Feuer-Efeu. Ja. Ne? Ja. Weiß ja von mir, dann, Mann, tut mir leid. Bis Arschloch. Später, Jung, Leute, ne? Nicht, ich bin nicht da. Gut, alles klar, tschüss! Tschüss! Ey, Günther! Anni! Du bist denn nicht ein hier in Texas? Da ruft der Benedo an, das ist doch nicht normal. Anni, du sollst doch nicht immer sagen, kein Problem. Na, aber es geht um unsere Firma, Günther. Wir brauchen das Geld. Anni. Ja. Seit 123 Tagen habe ich keinen Urlaub. Günther, es sind noch über 200 Tage, um Urlaub zu machen. Krieg ich doch dann auch nicht. Ja, dann nimmst du mit ins neue Jahr. Jetzt sei nicht so. Kannst doch genug Urlaub machen, wenn du tot bist. Aber nur wenn sie nicht verfallen, dann nehme ich sie mit. Na gut. Gut. Der Hälfte. Anni? Ja, nee, alle, komm. Günther! Ja, okay. Hast du mal auf den Dach geguckt? Ja. Nee, es ist 18 Uhr durch. Ja, Junge. Mehr als 18. Jetzt ist aber Feier. Jetzt warte mal, ey, wir können ja, lass uns noch, komm, wir hauen noch zwei Stämme drauf und dann machen wir, hier zum Barbecue. Okay. Zwei Stämme, die nehme ich auf einmal, warte. Ich will mein Fleisch und mein Blondes. Los, jeder Zweier, du Zweier, ich Zweier. Dann sind das vier, verarsch mich nicht. Nein, jeder Zweier, hab ich doch gesagt vorhin. Schnüssel manchmal, wisst ihr doch. So. Und hier zack die Bohne einmal rum. Und hier, so, und dann machen wir noch schöne Barbecue und dann lassen wir den Dach hier ausklingen. Da ist ja Feierabend. Ich weiß nicht warum, aber hier hinten ist irgendwas im Weg. Woran liegt denn das nur? Das gibt es doch gar nicht. Du Günther, ich glaube, wir brauchen einen anderen Anhänger. Das wird mit dem nicht, ja. Ja, dann komm, dann machen wir jetzt Feierabend. Ja, das ist ja, das ist die totale Kötze, ist das. Warte mal, ich werde durchsägen. Warte. Oh, stopp, Günther, warte. Muss mal gucken, irgendwas. Ja, hier, guck, siehst du, da hinten ist auch schon was. Ich weiß noch nicht was. So, warte. Ne, warte Günther, dann kannst du deinen weglegen. Nimm mal den Kleinen da noch, der da liegt. Der lange hier, da geht eh nicht drauf. Oder warte, oder du hältst ihn drüber Sägen ab, das geht auch. Oh, freust du dich auch schon so aufs T-Bone Steak? Aber sicher, Manni. Aber ne, warte doch! Oh, da drängelt, ja, das gibt's doch gar nicht. Guck mal, hast du gesehen? Samba, stand zusammen mit dir. Stand zusammen die ganze noch. Stand zusammen hin und her und immer. So, halt mal hier. Was machst du für eine Akrobatik? Oh, Günther, hast du in die Mitte gefingert? Na, guck mal! Ja, wie geht das denn? Oi, Günterchen, was ist denn jetzt los? Bist du schon müde? Hallo? Da lehnt er sich am Baum an. Der hält von alleine. Günther, komm, hau die. Ja, ich will es gerade sagen. Komm, lass Feuer, lass die Bude abschließen und zurück. Wunderbar, ich nehme den Deutz mit. Der macht die Frauen bestimmt scharf. So. Warte doch mal, geht da noch einer rein? Hast du noch Platz frei? Natürlich nicht. Tschüss. Ja, haust du. So, warte mal, ich muss noch mal gucken. Oh, Alter, erschreck mich doch nicht so. Denkst du ja wirklich, hier der Queen Mary 2 rennt, läuft den Hafen ein. Ja, da fliegt dir die Perücke vom Kopf, ne? Oh, Manni! Was ist denn Günther? Ja, dat mal an, du. Was denn dat mal an? Du sollst dir dat mal ankicken. Ach so, jetzt. Aber soll ich mal sagen, Günther? Hier ist die Polizei, du. Och, gucke. Ey, ja, das ist doch hier von, wie hießen die? Oh, sag's doch Night gleich. Knight Rider. Nein, oh, Günther.
Na hier, wie hieß denn der Film, Mensch, hier, ach, wie hieß denn der? Oh, wisst ihr, was ich auch Lust hätte heute nach meinem Sperrips? Sperrips sind auch schön, so schön vom Fleisch lecken. Ja, aber wisst ihr, was ich Lust hätte danach? Auf ein schönes Stückchen Schlagersüßtafel, bevor ich einschlafe. Uiuiui, bevor ich einschlafe. Blues Brothers! Jetzt hab ich's wieder. Blues Brothers hieß der Film. Ich bin da. Okay. Den kennst du nicht, gell? Den kenn ich nicht. Ja, das war klar. So. Ich komm, du kannst schon weiter. Ich komm, Günther. Sag mal, ich hatte doch hier irgendwo einen Hubschrauber hingestellt. Ach nee. Hab ich gar nicht. Aber hier, ach so, ich bin ja hier. Oh, hier steht auch Reimann. Mr. Reimann! Mr. Reimann? Was macht denn der da? Yes? Hier am Zaun! Ah, Manfred! Ja, wir drive back to the farm and happy. Anbrot! Ja, okay, I have to do some more and I'll be there. Okay, very nice. Was ist der B? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, oh, warte mal. So. Den lass ich mal stehen, ich hab eine andere Idee. Mali, soll ich dich abholen? Nee, ich komme. Mit dem Heli? Nee, ich komme. Okay. Was ist denn Deutsch schön? Hat der hier was zu waschen? Muss mal schauen so. Ich lass den Deutsch mal für den Mr. den Fett mal für Mr. Reimann stehen. So. Reimann! Ja, So. Genau, ich komme. Mann, ich weiß, was mir gerade mal auffällt. Nee. Der heißt ja Reimann, ne? Reimann. Du weißt das? Nee, verstehe ich nicht. Wie meinst du das? Ach, ja, dass da reingeht, du weißt schon. Aha. Ach, Manni. Okay. Du hast immer Flachwitze machen. Oh Manni, guck mal, hier ist eine schöne Scheune. Hier nehme ich ruhig dann so einen amerikanischen. Genau, stehst du draußen? Ich komme. Hier draußen, wo bist du denn? Ich komme. Ja, ich warte. Oh, genau. Was ist das denn? Ja, das ist ein neues. Warte mal, ich kann dich hören, genau. Menschenskinder. Ja. So, da bin ich wieder. Schick, oder? Was die alles haben. Macht damit fahre ich aber nicht. Macht echt Spaß. Ja, das so. Ist ja, kriegst du nur Fliegen im Gesicht. Was hat er gesagt? Wo soll man, genau. Ich würde auch sagen, wir holen diesen richtigen Holzanhänger und nehmen dann den LKW hier. So. Ja. Wo sollen wir hin wegen Dings hier? Was hätte der gesagt wegen der Party? Wo ist der Party? Ja, hier, wo wir sind, hier. Hier werden nur Partys gemacht. Echt? Die Scheune. Ja, hat er gesagt. Und jetzt gleich kommen hier ein paar Mädels, hat er gesagt. Oh weh, das wird eine reine Salami-Party. Dann bin ich aber böse, du. Ja. Ich sehe gar keine. Aber Radio sehe ich auch. Naja, mal gucken. Mal so. Schauen, was passiert, du. Wo ist er denn? Vielleicht stellt er auch den Weihnachtsbaum auf, ne? Ist ja bei Weihnachten hier, ne? Ja. Oh, Mr. Reimann? So, oh, wir wollen a little bit of eating the ribs und dann we go sleep a very hard day und so. Ja, yeah, it's all ready. Okay. You can go over here. Auch on the terrace? Yeah, it's on the terrace and then you can eat something. I have to go into the barn. I have to do something. But okay. You can start eating and drink, but be careful, our drinks are a bit stronger. How did you say, Günther? Spitzeltropfen? It's only water, but our stuff is a bit, it's a bit stronger, yeah. So be careful, yes? Okay. I'll be back in a few minutes. Okay, Mr. Reimann. Ich glaub, der will sich mit mir prügeln. Nee, der hat nur gesagt, der ist speziell drauf fürs Wasser dagegen. Ich würde sagen, komm, wir nehmen mal ein Schlückchen und warte, ich gieße jetzt meinen ein, Günther. Beide ein. Oh ja, warte. Ein schön. So, warte, muss noch was drauf. Was willst du sagen? So. Günther, nimmst du mir mein Rippchen auf den Teller? Ja, ich leg dein Rippchen auf den Teller, warte. Oh. Jetzt hab ich bald noch verschwappert. Günther. Oh ey, ich sag dir, guck mal hinter uns. Guck mal, der schöne Sonnenuntergang. Hier, wir zwei in Texas auf der Terrasse. Mit den Spare Ribs. Hier dein Getränk, Günther. Danke, hier deine Spare Ribs. Ja, danke schön. Habt ihr mal drei draufgepackt, ne? Tschüsschen. Leck mich am Arsch, das gibt's. Das brennt,
Da weißt du ganz genau, wo die Eingeweide lang gehen. So. Ach, Günther. Telefon, jetzt? Mann, ich bin ey, voll. Alter, die Gö haben immer auf den Dach geguckt. So. Ja? Manfred! Jo, Manfred! Rettungswache Stappenbach. Dr. Gartenlaube. Wer denn? Spreche ich mit dem Manfred? Ja, hier ist der Manfred. Genau, das ja, ist der Dr. Gartenlaube. Manfred, Herr Manfred, passen Sie auf. Hä? Wir haben ein Problem. Wie? Und zwar ist der Krankenschein zurückgekommen. Ach so? Von der Krankenkasse. Hä? Scheiße. Sie wissen ja, nach dem Brand. Ja, 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 mit den Klingonis. Da hatten Sie ja das Problem an Ihren. Eiern. Ja. Ja. Ich wollte das jetzt nicht so sagen, ne? Aber. Die sind aber Eier. Der Krankenschein, der kam zurück. Und. Weil sie die Behandlung nicht abgeschlossen haben. Was ist denn da los? Nee. Wir haben ihnen doch die Salbe aufgetragen. Dann haben wir doch gesagt, sie müssen das mit Milch abwaschen. Und dann sollten sie doch nochmal zurückkommen. Nee. Ins Krankenhaus. Ich hab gedacht, mal Endkontrolle. Na, Herr Dr. Gartenlaube, ich hab gedacht, wenn meine Eier wieder ein bisschen abgeschwollen sind, und das waren sie eigentlich, die waren ein bisschen rot und ganz unten, aber wissen Sie? So am Übergang. Und ja, da habe ich so gedacht. Das macht ja sein, aber das ist ja. Das ist okay. Das hat ja Nachwirkungen, die Salbe. Ach so? Ja, Sie müssen jetzt sofort vorbeikommen. Was? Wir müssen Ihnen jetzt die Spritze noch geben, damit das aufgehoben wird, die Wirkung. Ansonsten fallen Ihnen die Eier ab. Herr Dr. Gartenlaube, könnten Sie eventuell die Spritze in einen Briefumschlag stecken und nach Texas wie schicken? Wie? Briefumschlag Texas? Was, sind Sie etwa geflogen? Waren Sie nein. in einem Fluggefährt? Warum? Manni, leg das auf. Das kann doch nicht wahr sein. Das hab ich dem doch gesagt. Herr Gottlaube, ich kann mich gar nicht erinnern so richtig. Chantal, hast du dem das nicht gesagt, wo du denn die Salbe aufgetragen hast? Warten Sie mal, Manfred. Moment. Ja. Ey, Günther, das klingt nicht gut. Ich weiß nicht, ich hab dir gesagt, du sollst mit der Eier eincremen, Günther. Der darf doch nicht fliegen. Das ist wie bei den Tauchern. Denn die Tauchen dürfen ja auch 24 Stunden nicht in der Flugzeug. Herr Manfred, wo sind Sie denn jetzt? In Texas! Ja, wie in Texas? In der Texas-Bar oder? Nee, in Texas, im bundesamerikanischen in Staat. In dem Bundesland von Amerika oder was? Ja, genau. Ja, Sie müssen sofort in das Krankenhaus. Wie? Sofort. Die müssen Ibuprofen intravenös kriegen, aber jetzt ganz schnell. Günther! Hol Mr. Reimann! Wo ist der denn? Den willst du nicht! Hol den doch mal! Das geht hier um Leben und Tod und meine Eier! Mann, ich hab doch gar keine Zeit für so einen Quatsch! Günther, hol den Reimann! Ich bin am Essen und hab mein Blond. Mein Scheiß Gott, auf dein Essen jetzt! Es geht um meine Eier! Und was ist mein Blondes? Reimann? Yes? Oh, nee. Ich hab da. Hallo? Mein Blondes verschüttet. Aber kommen Sie mal eben bitte mit. Der Manni möchte irgendwas von Ihnen. Oh, falscher Weg. Mr. Reimann? Yes, Manfred. Mr. Reimann, we have a problem, a very big problem. What's problem? I must very fast in the hospital. Hospital? What's wrong? My eye is a big and falling down. My eye. Es geht um meine Eier. Is the T-bone steak not good or what? Every food is great, but my eye is ich habe doch I tell you the story about the Efeu. Yes, the Efeu on my coronas. Yes. Yes, and my corona is very big, very large, and Günther is screaming Salbe on my Corones. On my ass. Nö. Und jetzt I have a telephone von Anruf von der Doktor from Germany. Ah, okay. And he said What did he say? That I go sofortly in the hospital and become in my arm the medicine. Sonst okay, my coronis is falling down on the ground. Okay. And I fuck them again. Follow me. We have to fly with the helicopter. Okay. Come with me. Günther, warte hier. Oder komm mit. Mach was du willst. Es geht um mein Eier.
Wartet noch eben, ich packe noch ein paar T-Bone-Signe. Ja, steckt noch T-Bone-Signe da, bringen wir jetzt mit. So. Okay, we can start, Mr. Ryman. I'm in the helicopter. Oh my goodness. Where's Mr. Günther? I come. Günther! Ich komm. Oh, warte, sorry, was vergessen? Ich hab doch Blonde vergessen. Günther! Moment. Günther, mein Eye auf einen ab. Oh, Mr. Ryman, my ex falling down and. Ich hab das ganze Fass mitgenommen. Okay. Hurry up! So. Oh, Scheiß drauf, da hat's wohl gesagt, schön fliegen, aber es geht um Leben und Tod. Und jetzt fliegen wir. Ui! Aber Manni, hat er nicht gesagt, du sollst nicht fliegen? Scheißegal, ja. Ich brauch schnell eine intravenöse Dings hier. Okay, we have to go 10 minutes to the city hospital. Okay. Ach, verdammt, ich hab den Zapfhahn vergessen. Können wir zurück? I sleep this 10 minutes, Mr. Ryman, okay? Okay.